Vor 3 Monaten hatte ich einen tollen Job, eine schöne Wohnung und liebte meine Frau. Quinn? Oh mein Gott! Wie lange? Das war das erste Mal. In Seitenstellung. Hallo. Ich nehme mal an, du steckst gerade in der Ich-lasse-mir-einen-heftigen-Bart-stehen-Phase deiner Depression. Ist gerade schlecht, Wendy. Dad ist tot. Vaters Begräbnis führt die weit zerstreute Familie wieder einmal zusammen. Mami, irgendwas ist anders an ihr. Die Möpse, sie hatte was machen lassen. Das sind Shiva-Stühle. Als Zeichen der Trauer sitzt man nahe am Boden, deshalb sind sie so niedrig. Sitzen manche Leute nicht bloß 3 Tage Shiva? Ja, das habe ich gesehen. Da gibt's so ein Ding. Wow. Nein, da gibt's kein Ding. Vielleicht ist das ja unser Ding. Das kann nicht euer Ding sein. Da ist kein... Wir könnten Pionierarbeit leisten. Keine Pionierarbeit. Niemand hier leistet Pionierarbeit. Das Wort Shiva ist hebräisch und bedeutet 7. 7 Tage keine Arbeit, keine Reisen. Nur eure Hintern auf diesen Stühlen. Das war's. So sind die Regeln. Dann wüsste ich gern das Wort für 3, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass... Das war der letzte Wille eures Vaters. Und ihr verhandelt hier... Ich meine, er war nicht der perfekte Mann oder der perfekte Vater, aber in Teufelsnamen, er war besser als die meisten. Mom. Nein! Euer Vater hatte einen letzten Wunsch und den werden wir respektieren. Es wird schwer, es wird unbequem und wir werden uns alle auf die Nerven gehen. Aber für die nächsten 7 Tage seid ihr alle wieder meine Kinder. Und ihr habt alle Hausarrest. Die Familiendynamik der Altmans ist zwar geringfügig funktionsgestört, aber nicht so irre, dass man daran keine wirklich dramatische Seite finden könnte. Es ist, wie wir hoffen, eine typische Familie. Nicht die Adams Family, aber auch keine dieser langweiligen, blaublütigen Familien, die so konservativ sind, dass man daran keine Kratzer sieht. Sie sind irgendwie ehrlichen Herzens. So, dass wir etwas Unterhaltsames daraus ziehen können. Worauf wartet ihr noch? Macht schon! Ja, irgendeinen bestimmten Platz. Ich nehme sie. Nein, nein, geht schon. Ihr geht's prima. Sie ist ganz müde. Jetzt machen wir ein Schläfchen. Du musst dieser Frau unbedingt ein Baby machen, und zwar gestern. Ich arbeite dran. Hast du dich denn mal durchchecken lassen? Bitte nicht jetzt, Wendy. Vielleicht hast du alles verschleudert. Schon vor Jahren. Mein Zimmer war nebenan. Und so versucht man, die 7 vorgeschriebenen Trauertage durchzuhalten. Hey, hey, hey. Was? Oh, nein, 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 nein. Wir sitzen hier nur rum und schweigen uns an. Ups, da ist was aufgegangen. Mom, kannst du das bitte zumachen? Bitte, mach's zu. Das sind nur Brüste, Judd. Da hast du mal dran genuckelt. Nein, Mutter, das sind nicht die Brüste, mit denen du uns gestellt hast. Die sind anders. Das sind bionische Brüste. Ich liebe dich, Judd. Aber... Warum denn aber? Nach Ich liebe dich kommt bei dir immer ein Aber. Sprich weiter. Ich wollte nur sagen, ich verstehe gar nicht, wieso ihr alle so verklemmt seid. Komisch, ja. Mom, ich mach das. Ich schaff das allein. Bist du sicher? Danke fürs Helfen. Na gut. Ich bin oben, wenn du mich brauchst. Ja, danke. Hoffentlich findest du noch einen anderen Gürtel für den Morgenmantel. Hä? Der braucht einen zweiten Gürtel, Mom. Ich hab das Babyfon oben angelassen. Stell es aus. Stell es laut. Aus. Stell es laut. Das ist der Kreislauf des Lebens. Los geht's, Altmans. Oh, ihr seid echt Idioten. Aber ihr seid meine Idioten. Oh Mann, kannst du nicht endlich mal rangehen? Nein, jetzt lass, das bitte. Das Ganze hier ist schon bekloppt genug. Du musst nicht noch deine Scheidung geheim halten. Ich meine, wer macht Leise. Sowas? Meine Mutter sitzt direkt neben nicht mir. Nicht mal deiner Familie, sagst dann wem? Ich würde es eher irgendeinem Fremden erzählen. Krass. Gott, komm, geh nach oben und hau dich hin. Weißt du was, ich mach das nicht mehr mit. Das ist jetzt schon ein neuer Rekord für mich im Klapphaus. Spielspaß für spielfreudige Akteure. Jason Bateman, Tina Fey und Jane Fonda zum Beispiel. Jazz, wo ist denn deine entzückende Frau? Nein, sie ist weg. Quinn ist weg, es ist vorbei. Eine komplizierte Sache. Vielleicht aber auch nicht. Sie hat mit meinem Boss geschlafen. Ich habe sie beim Sex überrascht in meinem Bett. Das ist gar nicht kompliziert. Es ist einfach. Ich lasse mich von dieser Hure scheiden. Wie geht's Ihnen, Mrs. Applebaum? Und so geht der Kreislauf des Lebens weiter. Das gibt's nicht. Ist das Penn? Das mit deinem Dad tut mir so leid. Wow. Ich hätte heute kommen sollen. Es tut mir so leid. Ich habe nur eine Macke mit Beerdigung. Ich habe immer Panik. Ich muss lachen oder brüllen oder sage irgendwas grauenhaft unpassendes. Deshalb gehe ich nicht hin, was keine Lösung ist. Aber so sieht's aus. Na, was soll's? Wie lange ist das her? 7, 8, 9 Jahre? So ungefähr. Ha? Oh, ihr habt gesagt, du bist allein hier. Was ist mit Quinn? Ihr habt euch doch nicht getrennt. Tut mir leid, ich weiß nicht, wieso ich das alles sage. Das sind diese gottverdammten Antidepressiva, verstehst du? Die schalten meine letzten Filter aus, die ich noch hatte. Das ist wahnsinnig peinlich. Sie hat mich verlassen. Ich wusste es sofort. Tut mir leid, aber da habe ich eine Antenne. Sie hat mit meinem Boss geschlafen. Puh, das war's dann wohl. Ja, das war's. Erledigt. Richtig.
Ein Neuanfang ist kompliziert. Und kompliziert ist nicht dein Ding, Job. War's noch nie. Alles kann passieren. Alles passiert ständig und immer. So ist es wohl. Alles passiert ständig und immer. Ich bin die ganze Zeit dieser Idee von einem perfekten Leben hinterhergerannt. Doch das Leben ist unvorhersehbar und unvernünftig. Und manchmal ist es sogar komisch. Und kompliziert. Und ich will ein kompliziertes Leben. Wir hatten gleich beim ersten Date Sex. Mom? Ich kann euch sagen, er war gut bestückt. Das sollte auf den Grabstein. Ja, sie verlor mehr als nur einen Ehemann.